Flucht gescheitert. Stimmt, ja, ich bin noch geschwächt vom... Wo bin ich? Was ist passiert? Hä? Kacke, wo bin ich im letzten... Ich kann mich nur noch dran erinnern. Ich bin im letzten Part einfach ins hohe Gras gegangen. Hatte nur noch ein Pokémon übrig. Hatte vergessen, die aufzuladen nach der Herausforderung. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Verdammt. Wo bin ich hier? Es sieht aus wie ein Strand. Ich bin gestrandet. Hier ein Trainer. Sieht aus wie ein Trainer. Bist du ein Trainer? Scheinbar nicht. Kannst du mir sagen, wo ich jetzt hier bin? Wenn bei einem Felsen im Wasser Luftblasen an die Wasseroberfläche aufsteigen, kannst du dort mit etwas Glück ein seltenes Pokémon angeln. Ja, das ist ja gut, dass ich hier Pokémon angeln kann, aber ich würde auch gern wissen, wo ich gelandet bin. Ich war schon auf Route 8. Ich wollte weiter Richtung Abenteuer. Vielleicht geht's hier oben lang. Die Sache kommt mir bekannt vor. Ist das Tor, das geheime Tor, wenn ich mich nicht irre. So, bitteschön. Du kannst jetzt durch zum Schattendschungel der Prüfungsstätte von Captain Maho, gelangst du über Route 8. Da sind wir wieder auf Route 8. Genau hier. Da war das Pokémon-Resort im letzten Part. Ja. Hier die Aether Foundation. Hier. Und hier war die Stelle, wo wir gestorben sind. Da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Nee, das will ich jetzt nicht nochmal. Mein Team ist zwar aufgeheilt, aber nee, an die Stelle gehe ich nie wieder. Oh, ein Trainer. Backpacker Inga fordert dich heraus. Backpacker Inga setzt Evoli ein. Oh, ein Evoli. Das müssen wir uns auch auf jeden Fall nochmal irgendwo herholen. Ich setze direkt meinen Blutstrahl ein. So. Ich denke, das ist ganz effektiv. Och, gibt effektivere Attacken, aber... Käferbiss vielleicht? Sobald es Ruckzuckhieb nicht tut. Sofern es Ruckzuckhieb nicht tut. So, das haben wir doch bald. Nochmal Blubstrahl. Zack. Saskraft. Oder auch nicht. Los, John! John, setz Feuerzahn ein! Evoli wurde besiegt. Ich denke zwar darüber nach, was ich falsch gemacht habe, aber ich blase bestimmt nicht Trübsal. Zwergfest gewinnt 480 Pokédollar und... Aber was ist da mit Max los? Max ist tot. Wir haben ihn verloren. Oh Mann. Muss mir ein neues Team-Pokémon holen.
von oben auf den Gegner zu stürzen, ist eine exzellente Strategie. Trainer Hoffnung, Marvin fordert dich heraus. Trainer Hoffnung setzt Flubberl ein. Los, John! Jetzt, wo dein Teampartner tot ist, musst du ihn rächen. An dem wilden Pokémon konntest du es nicht, aber jetzt kannst du ihn rächen. Und ich würde sagen, das hat er geschafft. Wir können ihn wiederbeleben. Wir können Max wiederbeleben. Und das sagen die Regeln. Wow. Gleich im nächsten Pokémon Center holen wir uns Max wieder. Holen wir ihn aus der Rest in Peace Box zurück. Wir schenken ihm wieder das Leben. Aber bis dahin müssen wir noch die nächsten Kämpfe aushalten und Trompec erstmal besiegen. Und dann werden wir mit Max weiterkämpfen und besser auf ihn achten. Ja. Wir wollen ihn nicht noch einmal sterben lassen. Ja komm, was bist du für ein Vogel? Lass mal hier. Jetzt stirb, Kartoffel! Ein Kartoffelvogel. Was hat der für eine Fresse? Wie sieht denn der aus? Ja. Scheinbar hängt Aussehen nicht von Stärke ab. Oder andersrum, Stärke hängt nicht von Aussehen ab. Ja, jetzt auch noch verwirrt. Ja, endlich geschafft. John erhält ein paar EP-Punkte und besiegt Trainer Hoffnung Marvin oder wie er hieß. Irgendwie konnte ich aus dieser Strategie keinen Vorteil ziehen. Zwangfrost gewinnt 1008 Pokédonner und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Trainer Hoffnung hervor. Joa. So, hier nochmal schnell ein Item aufheben. Du findest das Item Hypertrank. Hypertrank wurde in der Items-Tasche, in der Medizintasche verstaut. Jo. Weiter geht's. Och, noch ein Trainer. Was sind denn hier für Trainer? Na, jetzt stehst du nicht mehr so stark. Da. Jetzt bin ich auf gleicher Ebene mit dir. Dank der Fähigkeiten Schild, Los, Treffen, Attacken immer. Sogar wenn der Gegner Fliegen einsetzt. Tipps für Trainer? Ach komm, ich brauche keine Tipps. Kann ich die irgendwie umgehen? Ich umgehe ja gerne Trainer. Ihr wisst schon aus einigen Parts. Ein Tomp, Wiese, Mangunio. Kommen die jetzt wieder zurück? Und du bist entkommen. Du erhältst das Item Persimbeere. Persimbeere wurde in der Bärentasche verstaut. Es liegt noch eine Beere da. Du erhältst das Item Tristubeere. Tristubeere wurde in der Bärentasche verstaut. Es liegt noch eine Beere da. Du hast das Item Amrena-Beere. Amrena-Beere wurde in der Bärentasche versteckt. Ja, ich komme mir gerade ein bisschen seltsam vor. Ich weiß nicht, was immer mit mir los ist. Immer wenn ich Beeren oder Items sehe, ist mir irgendwie ein bisschen seltsam. Ein wildes Pokémon.
ein Trompreck erscheint. Ja. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Item. Ein Hyperball. Hyperball wurde in der Itemstash verstärkt. Und was ist mit dem los? Der sieht aber mysteriös aus. Den musste ich erst ansprechen, bis der auf mich aufmerksam wird. Forschen hier! Forschen! Da! Ich erforsche Pokémon! Oh, ja! Er sieht mir ein bisschen durcheinander aus. Dieser Pokémon-Trainer. Forscher Cyril fordert dich heraus. Der ist ein bisschen durch den Wind, würde ich sagen. Mehr durch den Wind als ich. Los, John! Das kriegen wir auch noch hin. Ich liebe diese Musik so. Die Trainerkampfmusik. Initiative. Singt stark. Okay, ja. Juckt mich jetzt nicht wirklich. Antikkraft. Blut. Feuerzahn. Nein, vorher noch Doppelteam. Jetzt Feuerzahn. Flapterix besiegt. 246 EP-Punkte erhalten. Schlitheros in den Kampf gesetzt. Ah, den kennen wir. Schlitheros heißt der übrigens. Feuerzahn. Attacke, die ich nicht lesen konnte. Habe ich nicht drauf geachtet. Spezialverteidigung. Sinkend. Bankrotte. Marktkette. Body Check. Blut. Body Check. Blut! Gegner wurde besiegt! So werde ich jetzt jeden Trainerkampf moderieren. Das ist meine neue Trainerkampf-Moderationsart. Nein, Spaß beiseite. John versucht, Biss zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Biss ersetzt werden. Mal gucken. Was habe ich denn so? Kratzer, Schlecker, Glut, Feuerzahn. Eins, zwei und schwupp, Kratzer wurde vergessen und John erlernt Biss. Forscher Cyril wurde besiegt. Das Ergebnis meiner Forschung, deine Pokémon sind zu stark. Zhang First gewinnt 960 Pokédollar. Ja, weiter auf der Straße, auf der sehr langen Straße. Oh, ein Pokémon. Center. So, schnell ab an die Box. Max rausholen. So. Sollten wir den Pokémon wieder fit machen? Ja. Wir haben uns nämlich jetzt mal Max zurückgeholt. Dam. Da ist er wieder im Team. Weiter geht's. Oh, hier ist ein Haus. Besuchen wir doch gleich mal das Haus am Hafen. Leider sind alle Zimmer belegt. Oh, ist ein Hotel. Das Zimmer rechts hinten ist dazu dauerhaft vermietet. Das wird so schnell nicht frei. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat, glaube ich, 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor.
Team Skull zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Ach, ein Team Skull-Typ. Na, den werden wir wohl noch herausfordern. Als Wache taugt es leider nicht sehr viel, aber dafür ist mein Snubbel einfach unheimlich süß. Snap! Nein, ich glaube, als Wache bringt es wirklich nicht so viel. Ah, ein Hotel am Strand. Also. Oh, Trainer. Yep, hier ist der Strand. Hier gibt es ein Pokéball-Item. Du findest das Item Tauchball. Tauchball wurde in der Medizintasche, nein, in der Pokéball-Tasche verstaut. Dann gehen wir mal hier rein. Wenn hier mal nicht Team Skull auf uns wartet. Oh, Gladio. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Na gut. Razzia, durchsuch mal dein Haus, wenn du nichts dagegen hast. Ein Fernseher. Läuft was Interessantes drin? Nein, das klingt nicht sehr interessant. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 2 und 4 Uhr? Können Sie mir das verraten? Sie werden verdächtigt wegen Diebstahl an Tali. Ja, der hat nämlich was verloren. Und ja, irgendwen muss ich ja beschuldigen. Ja, na, komm, was hat die? Was hast du dazu zu sagen? Hast du ein Alibi? Lass mich in Ruhe. Na gut, dem Typ ist nichts zu. Der ist nicht sehr kooperativ, also lassen wir das. Oh, kleiner Junge. Immer das Gleiche mit diesem Reißaus. Mit dem Reißlaus. Sie laufen weg, bevor sie sie verfangen haben. Bevor ich sie fangen kann. Im letzten Moment lassen sie immer ein Item fallen, um es sich leichter zu machen. Und stürmen. Ja, okay. Das sieht schon nach Dschungel aus. Dass Maho gerade im Schattendschungel ist. Sie versucht mal wieder Myla von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Ja, sieht so aus, als ob wir uns langsam der Dschungelprüfung. Der Dschungel, wirklich, eine Dschungelprüfung. So sieht's aus. Eine Dschungelprüfung. Ja. Tipps für Trainer. Spezialangriff steht für die Spezialangriff. Achso. Steht für den Spezialangriff eines Pokémon. Den Status merkt Zeit, wie gut und so weiter. Bla 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 bla. Phase. So. Steinstrand. Oh. Route 5. Sieht schon sehr nach Prüfungen aus. Schattendschungel. Prüfungsstätte des Dschungelcamps. Ja, und dann würde ich mal sagen, in den Dschungelcamp begeben wir uns im nächsten Part. Dies war ein bisschen Routenlevel mit vielen Pokémon-Begegnungen. Ein Dicta erscheint. Hätte ich fast Dictri gesagt. Max. Flucht gescheitert. Ups. Flucht gescheitert. Doppel-Ups. Müssen wir wohl angreifen. Blubstahl, Haut ist weg. Schwimmen ist weg. Jetzt, wo du wieder lebst, wirst du es wieder schaffen. Gigantik da. Wirst du auch wohl hinkriegen. So, Hammer. Dickda mit Haaren. Max erreicht Level 20. So, ich habe mal das Gefühl, ich müsste mal meine Pokémon trainieren. Ja, das werde ich mal offscreen dann ein bisschen machen. Und ja, dann gehen wir im nächsten Part Richtung Dschungelprüfung. So. RTL lässt grüßen. Nein, Spaß.
Ja, dann verabschiede ich mich von hier und sage, ich bin ein Pokémon-Trainer, holt mich hier raus. Ich bin weg und ihr habt euch wohl bis zur Dschungelprüfung, wenn es dann wieder heißt, der Zwergfürst erniedrigt sich so weit, dass er in die Dschungelprüfung ist und ist so berühmt geworden, dass er dafür qualifiziert ist. Und bis dahin eine gute Zeit. Adios.